Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zum 10. Random Pack Opening. Ja, hat ein bisschen gedauert mit dem nächsten. Wir hatten zwischendurch ja schon sehr, sehr viele andere Sets aufgemacht und ich hatte irgendwie keine Zeit gefunden, mal ein Random Pack Opening zu machen, weil ich auch mir zwischendurch irgendwie nicht viele Random Packs rangeholt hatte. Aber jetzt habe ich ein paar und ich habe heute eine kleine Varietät mit dabei. Mal schauen, wie es laufen wird. Hat ja die letzten Male, war es ja wieder ein bisschen besser, wo es mal zwischendurch ziemlich schlecht war, wo man gar nichts gezogen hatte. Heute habe ich dreimal Duelist Alliance, einmal This Rising, einmal Tachyon, einmal Cosmo Blazer und einmal Shadow Spectres. Vor allem Shadow Spectres gefällt mir, weil ich davon fast gar nichts hatte. Ich habe dieses Set nie gekauft. Ein paar aus der Megapacks bekommen, ein paar Karten, aber da gibt es auch noch ein paar Karten, die gar nicht reprinted worden sind oder eine schöneren Rarität erhältlich sind. So, legen wir los und gucken mal, was wir bekommen. Ich würde sagen, wir machen das rückwärts. Ich glaube, Shadow Spectres lasse ich mir mal als letztes. Auch wenn ich das Set eigentlich gar nicht mag, habe ich davon doch ziemlich wenig geöffnet bisher. Daher habe ich da schon ganz viel Bock drauf, das Ding aufzumachen. So, wir haben Mecha, Meeresdrache, Plesion, Schneemannmaschine, Vereinheitlichung, Schneestaubriese als Rare, relativ früh und... Secret Rare, Donnerseepferd, wow, schön, wow, cool, ein Secret, wow, ein kleiner Schaden hier oben links, aber das ist in Ordnung, wow, hat ja ein Super Rare Reprint bekommen dann in der, war das in der Redox-Tin oder in der Tempest-Tin, ziemlich cool, Donnerseepferd, nehme ich gerne mit, sehr schön als Secret Rare, geht doch gleich mal richtig schön los, dann haben wir elektromagnetischer Wurm, ich glaube, das ist sogar ein Shortprint. Zorn der Tiefsee, Dreibeinfisch und fehlende Stärke. Ich habe keine Ahnung, was hier Shortprint eigentlich ist, weil ich habe das, ja, bis Rising auch nicht wirklich viel aufgemacht. Und ja, mein Lieblingsset. Grausames Display von diesem Set. Duelist Alliance. Mal gucken, was uns heute erwartet. Kampf, Wachenwut, Fixsteinritter Onokulhai, Sendbote der Ordnung Uranus, Gaia der Polarritter, Schattenpuppe Drache als Rare, sehr gute Rare. Artefakt Chakram, Büroboter 001, Sturmkraft der Monarchen, sehr gute Kommen und entfesseltes Yangxing. So, Tachyon. Boah, schon ewig her, dass ich ein Tachyon-Pack aufgemacht habe. Das war damals noch mit den ganzen Tins. Da waren die mal drin. So, haben wir auf Englisch hier? Dote Dutengu. Abyss Scale of the Mizuchi. Fire King Avatar Grunix. Parsec the Interstellar Dragon. Big Whale, mit ein bisschen verschobener Schrift als Rare. Fire Formation Kaio. Battling Boxer Headgear. Panther Shark und Battling Boxer Sparrow. Nächstes Duelist Lines Pack. Wow, die Packs fliegen ja richtig easy auf. Wir haben Kettenbannung, Aria, die musikalische Diva, Atem des Yangxing, Panzerdrache als Rare und ich glaube, da kommt eine Holo. Oh ja, Schattenpuppenfusion als Super Rare. Sehr schöner Pull, gefällt mir. Sehr, sehr gute Karten, schön. Aus Random Packs nehme ich gerne sowas mit. Ruchloser Erzunterwälder, Fresser der Ruchlosigkeit, Gelage der Wilde Level 5, Fluch des Schattengefängnisses und Kampfwachengeheul. Wow, sehr schön. Zwei Holos mittlerweile. Eine Secret und eine gute Super. Eine sehr gute Super sogar. Keine Ranz. Und ja, mal gucken, was noch so kommt. Habe ich da überhaupt die Rare rausgeholt? Ich glaube nicht, oder? Nee, Panzerdrache, komm raus. Auch eine sehr coole Rare. So, machen wir weiter. Cosmo Blazer. Davon habe ich auch noch nicht so viel gehabt. ZW Ultimative Schild, Trübelsäule, Bruderschaft der Feuerfaust der Rabe, Feuerformation Tenzu, dann haben wir Infernales Flammenweib als Rare und wollt ihr mich verarschen? Noch eine Secret Rare? Was sind das für Packs? Hätte ich eine Waage, hätte ich die lieber noch vorher mal abgewogen, dann hätte ich mir vielleicht hier nicht so viele Secrets gezogen. Wow! Edler Ritter Madrod als Secret. Ich glaube, der geht mir jetzt wohl ins Deck und dafür fliegt dann, wie heißt der, eine der Platinums raus. Wow! Der war mal was wert, sagen wir es mal so. Wow, sehr cool. Jetzt hier diese ganzen reprinteten Secrets von damals. Wow, das ist, glaube ich, meine allererste Secret aus diesem Set überhaupt, die ich hier gezogen habe. Wow, Edler Ritter Madrod. Abfalloga, Inari Feuer und Zündungeheuer Vulkanone. Davon habe ich, glaube ich, gar kein Exemplar, noch zu wenig von dem Set geöffnet. Wow, geiles Opening. Zwei von den Secrets schon. Wow. Mehr kann man sich gar nicht wünschen, dass wir hatten schon schlechtere Random Packs. So, wir haben Drachentausch, Aria die musikalische Diva, Kettenbannung, Wandelsteinritter Alpha, Konfrontationssituation als Rare. Whoops. Weggeworfen. Ist nicht so effektiv. So, dann haben wir Gelage der Wilden Level 5, Fischbockarzt, Kampfwachengeheul und Wichtprinz. Shortprint. Yeah. Kommen wir dann zu Shadow Spectres. Komm schon, noch irgendwie Fragrant in Ulti oder in Ghost. Das wäre echt cool.
Ansonsten sind da nicht so viele coole Karten drin, glaube ich. Da gibt es auch eine Elaritte. Ich glaube, Hyalon Solin ist auch da drin. So, Night Digraffer, Mythic Tree Dragon, Yellow Bellied Oni, Ghost Trick Stein. Der wurde bei uns jetzt Frankenstein genannt und wurde dann, glaube ich, im MP14 dann zu Stein wieder übersetzt. Ich weiß nicht warum. Dann haben wir Number 64 Ronin Zandai, Raccoon Zandaio. Und als Ultra-Rare Bujintei Kagutsuchi. Ah, eine sehr, sehr gute Karte eigentlich, aber hat auch schon einen Level-Jährigen Reprint bekommen. Shadow Spectre Ultra. Die Ulti wäre cooler gewesen. Ah ja, super, super Ultra. Geil, geiles Set, Mann. Also ein geiles Set, geiles Opening. Malice Vorus Spoon, Big Win. Big Win. Und Terrine Toothed Chitsuchinoko. Ich glaube, das ist sogar eine Shortprint auch. Wow. Ja, kommen wir kurz zum Recap. Das war ja echt nice. Ich glaube, ich habe auch noch die Rare vergessen, den Zandaio. Genau. Das sind unsere Rares gewesen aus diesem Opening. Phoenix Season Monster. Nicht schlecht. Dann haben wir eine sehr gute Common, einmal Sturmkraft und sau viele Holos. Wir haben eine Super Rare, Schattenpuppenfusion. Einen Bujintei Kagutsuchi als Ultra. Dann haben wir Edler Ritter Madrod als Secret Rare. Sehr, sehr cool. Und ein Donnerseepferd als Secret Rare. Sehr schön, wir haben vier Holos gezogen aus diesen 7 Packs. Sehr schöner Schnitt. Das kann gerne öfters so sein. Ich glaube, ich muss öfters Random Packs Opening machen, weil da kriegt man doch deutlich bessere Pulls. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat dieses Opening heute gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.